Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Liegerschiffe im Anflug. Sie werden von Mengs Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Alter Vater. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play StarCraft 2, die Singleplayer-Kampagne. Wir laden hier gerade das Labor. Der Hyperion, 2 Stunden später. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen ihre Taktiken und Strategien. Und ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tychus. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll's jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an. Okay. Das geht mal ziemlich übel ab hier, ne? Und wir haben neue Söldner. Ein Haufen kampfbereiter Leute. Schauen wir uns mal direkt hier an. Und zwar die Dusk Wings. Ah, cool, das sind Banshees. Denn dementsprechend wahrscheinlich richtig stark sind. Hm, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie immer. So, was sagen denn die unfassbar geilen Nachrichten? Ist Donny Vermilion mittlerweile abgesetzt? Hier ist Kate Lockwell für UNN. Hochrangige militärische Analysten sind heute noch immer ebenso überrascht wie erfreut zu berichten,
dass, auch wenn die Angriffe auf die Grenzwelten weiter andauern, sich der große Vorstoß der Zerg in den Raum der Liga zu verlangsamen scheint. Das sind großartige Neuigkeiten, Kate. Unsere Jungs zeigen es den Zerg jetzt so richtig. Ja, Donny. Aber es wird auch vermutet, dass es da etwas gab, wonach die Zerg gesucht haben. Und sie es mittlerweile gefunden oder die Suche danach aufgegeben haben. Wir machen die Nachrichten. Wow. Ja, sehr geil. Aber generell auch total krass, dass jetzt plötzlich hier der Sohn von Mengst auch noch der Chef von Möbius war. Das war ja irgendwie klar. Irgendwie musste sowas doch kommen. Bin ich mal gespannt. Der wird uns bestimmt doch verraten in irgendeiner Art und Weise. Banshee. Aha. G24. Luftfahrzeug für taktische Angriffe. Ursprünglich wurden Banshees vom Liga-Militär dazu entworfen, rebellische Kolonisten zu terrorisieren und wurden mit großem Erfolg in ländlichen und städtischen Gebieten eingesetzt. Ihre Beweglichkeit sowie ihre Tarnfähigkeiten haben sie jedoch schnell an die Front gegen Zerg, Protoss sowie feindliche Terraner befördert. Der DN-51 Banshee-Tarngenerator ist einer der fortschrittlichsten Ausrüstungsgegenstände im gesamten Liga-Arsenal. Wird eine Banshee abgeschossen, werden spezielle Teams eingesetzt, um den Generator zu bergen oder zu zerstören. Interessant. Habe ich bislang noch nicht gesehen. Wir haben ja letztes Mal viel verkackt. In der übelst krassen Feuerwalzen-Mission. Naja. So, was sagt Swarm? Also, wo liegt das Problem, Swarm? Wo das Problem liegt? Nirgends, außer dass du mit unseren Todfeinden einen Pakt geschlossen hast. Jeder von diesen Jungs hat durch Mengsk Freunde oder Familie verloren. Wir sitzen hier bald auf einem Pulverfass. Merkst du das denn nicht? Darüber diskutiere ich nicht, Swan. Ich muss das einfach tun. Liebt er immer noch hier Kerrigan oder was? Keine Ahnung. Also als so Zerg-Alte sieht hier ja nicht mehr so geil, also hübsch aus, so ästhetisch und so, ne? Infanterie, Belagerungspanzer, Raumschiffe. Ja, können wir jetzt die Banshees machen. Banshees können doppelt so lange getarnt bleiben und ein Banshee-Angriff feuert mehrere Raketen in einer Reihe ab. Ist natürlich ziemlich fett, wenn man sich das mal so überlegt. Und natürlich doppelt lang getarnt ist auch richtig cool. Allerdings finde ich jetzt erstmal sind wieder wichtiger die Tors und noch die Basis als Basis-Upgrade. Generell hier noch so ein paar Upgrades. Mal geil. Müssen wir erstmal ein bisschen sparen noch. Schließen. Ab ins Labor. Da können wir uns nämlich den Protoss-Tank angucken. Der wächst nämlich so langsam. Stepmans Logbuch-Eintrag 2299. Ich habe diese anormale Sphäre oberhalb des Kristalls betrachtet. Sie ist offensichtlich eine Art Energieermitter. Aber die Eindämmung ist so stark, dass der Kristall langsam Energie entziehen kann. Wie, kann ich nicht sagen. Aber da fällt mir etwas ein. Wenn ich unsere eigene Eindämmungsmethode erschaffen könnte, könnte ich die Kapazität für den WBF-Bauprozess ohne Risiko verdoppeln, glaube ich. Durchbruch. Die Existenz. Die Energie in diesem Kristall wird nicht in einem Vortex-Muster eingeschlossen. Er hat die Energie so schnell umhergewarpt, dass ich sie nicht entdecken konnte. Durch irgendeinen Zufall hat sich das Warpen kurz verlangsamt, sodass die Sensoren es erfassen konnten. Wie oder warum, weiß ich nicht. Sobald ich mit dieser Probe am Ende meines Lateins bin, passiert ein Zufall und mir gelingt der Durchbruch. Hilft er mir dabei? Ich habe eindeutig zu lange gearbeitet. Ich verzocke lieber noch ein paar Credits bei Lost Viking. Das können wir eigentlich auch mal wieder irgendwann zocken. Jetzt gucken wir uns nochmal das Artefakt an. Diese Artefakte sind also der Schlüssel, um Kerrigan zu befreien. Ein ganz schöner Zufall, dass Tychus so aus dem Nichts aufgetaucht ist und mir den Job angeboten hat, diese verdammten Dinger zu sammeln. Statistisch gesehen, Sir, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls minimal. Jedoch stellen diese Artefakte eine Macht dar, die sich außerhalb unseres derzeitigen wissenschaftlichen Verständnisses bewegt. Wenn irgendetwas die Königin der Klingen aufhalten kann, sind es vielleicht diese Artefakte. Dieser ganze Alien-Hokuspokus wird mir allmählich zu viel. Ich hoffe nur, wenn es soweit ist, bringen diese Dinger sie mir zurück. Ja, es geht hier übelst ab, ne? So, was können wir forschen? Dann können wir jetzt ja auch die Zerg-Forschung ist besser geworden. So, was können wir denn hier machen? Automatisierte Raffinerie. Raffinerie benötigt zur Förderung von Vespingas keine WBFs mehr. Das ist natürlich geil.
oder ermöglicht die Ausbildung von 2 BBFs gleichzeitig. Eieiei. Das ist aber allerdings noch geiler, finde ich. Als die Vespingas-Dinger. Ne, 2 WBS gleichzeitig, go go. Finde ich geil. Erforschen. So. Jetzt gehen wir nochmal auf die Brücke. Sir, wir erhalten gerade eine Übertragung von der Bucephalus. Prinz Valerian wartet am Kommunikator. Mhm. Horner. Sir, ich muss bezüglich dieser Allianz ihre Objektivität in Frage stellen. Offensichtlich ist es eine Falle. Ich habe die Sache im Griff, Matt. Du musst mir schon vertrauen. Wir haben gerade richtige Fortschritte gegen Mengske erzielt. Wenn wir jetzt der Königin der Klingen nachstellen, riskieren wir diese. Hier geht es um mehr als nur um Mengske. Matt, wenn wir auf Char Erfolg haben, retten wir Milliarden von Menschenleben. Milliarden. Mengske kann warten. Dafür habe ich mich nicht verpflichtet. Du hast dich verpflichtet, meinen Befehlen zu folgen. Wenn du das nicht mehr kannst, dann scher dich von meinem Schiff! Sir. Oh, 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 oh! Was geht denn hier ab, ey? Leck mich am Arsch. Hier ist ganz schön angespannt, der Mr. Rayner. Bist du dir da sicher? Du weißt, dass Mengsk es auf dich abgesehen hat. Der schlägt zu, wenn du es am wenigsten erwartest. Mit Mengsk komme ich schon klar, Tykes. Pass einfach auf dich auf, alter Freund. Mehr will ich gar nicht. Ich hab gesagt, ich komme klar. Wenn dir die Sache zu heiß ist, dann nimm deinen Anteil und geh. Commander Rayner, ich habe mir überlegt, dass wir über die Expedition nach Char sprechen sollten. Also... Du spielst ein verdammt gefährliches Spiel, Kleiner. Was springt für dich eigentlich bei der Sache raus? Jim, ich denke wirklich, wir sollten... Jetzt verstehe ich, warum mein Vater sie am liebsten tot sehen würde. Ich hab dich was gefragt. Jeder bezweifelt, dass ich ein ebenso guter Imperator wäre wie mein Vater. Doch ich will noch mehr sein als nur das. Ich werde beweisen, dass ich ein besserer Imperator bin. Und ein besserer Mensch. Oh, das sollte nicht allzu schwierig werden. Wenn ich die größte Massenmörderin in der Geschichte der Menschheit heile, sie wieder menschlich mache, gemeinsam mit dem berühmten gesetzlosen Jim Rayner, das wäre wohl Beweis genug. Also bin ich nur eine Figur in deinem Spiel. Macht ihnen das was aus, solange sie bekommen, was sie wollen? Tja, schätze mal nicht. Na super. Und wieder mit einem Mengsk zusammenarbeiten. Das hat ja schon in StarCraft 1 nicht geklappt. Jetzt überlege ich, ob ich wirklich erst die... wir machen jetzt erst im Labor diesen Kristallscheiß. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Bin ich ja mal gespannt. Mission Vorborten des Untergangs. Missionsziel, untersuchen Sie die Xel'Naga-Schreine auf Ulan. Freund Rayner, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ach crazy, wir spielen jetzt mit Serathul oder was? Das ist ja witzig. Dann spielen wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal Protoss.
Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturz, auf den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Ohne Scheiß, Blizzard ist ein Gott. Ein Gott des Renderfilmmachens. Ich will einfach mal einen Blizzard-Film von 1,5 Stunden sehen. Egal worüber, er wird fett. Die können auch irgendwas über Katzen machen. Oder über Mäuse oder so und es wird geil. Oder irgendeinen anderen Bullshit, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Über pinke Kühe. Oder warum sage ich die ganze Zeit irgendwelche Tiere? Ach, keine Ahnung. Ich bin fasziniert einfach von diesem unfassbar geilen Trailer, nicht Trailer, es war kein Trailer, es war ein Film. Eine Sequenz, eine Render-Sequenz. Richtig gut, richtig, richtig cool. Da macht man doch, das weiß ich gar nicht, ich brauche gar nicht die Mission hier, ich möchte einfach nur wissen, wie es weitergeht.
Und das Geile ist ja, dass quasi wir danach dann endlich das Add-on direkt spielen können. Haha! So. Spielen wir jetzt quasi das danach, dass er rausgeklettert ist? Das sieht es auch noch nicht so ganz. Ist der getarnt? Okay, Seratul ist dauerhaft getarnt. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Gut, dass der ganz schön viel Schaden macht. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Ja, das finde ich sehr gut. Und jetzt? Ah, da. Hui! Wie die Teleportationskacke immer. Oh, Serator würde ich ja auch mal gerne als Truppe bauen können. Bei dem Protoss. Der war ja fett. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Was ist das denn? Hüllt Feind in psionischer Energie ein, betäubt ihn und unterdrückt seine Detektorfähigkeit 12 Sekunden lang. Wir dürfen nicht sagen. Alles klar, machen wir das doch mal. Hui! Aber nice. Das funktioniert ja echt gut. Muss ich ja so sagen. Und nun? Soll ich darüber springen? Nee. Ach, da hoch. Da ist eine Rampe. Hoch. Juhu! Oh, 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 oh. Ein dicker Ultralisk. Eieiei. Ah. Jetzt machen wir aber schnell das Ding kaputt, glaube ich. Ich glaube, das ist sinnvoller. Dann kann man nämlich den Ultralisten platt machen, die arme Sau. Weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Hilfe! Hilfe, irgendwas sticht mich. Lol. Ist ja vergraben, der Penner. Frech. Kommt der jetzt raus? So. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Ja. Such das Salok. Alter Vater. Machen wir das doch mal schnell. Und Swap. Zack. Jetzt können wir hier schön Tabula Rasa machen mit den Viechern. Und zack, weniger. Jawohl. In zwei geteilt. Jetzt gehen wir hier was näher ran. Wir fangen sie. Und da hauen sie schon wieder ab. Die kleinen Feiglinge. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Das heißt, den kann ich gar nicht wahrscheinlich angreifen, ne? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir müssen handeln. Kann ich den angreifen? Ne, Fliegende kann ich nicht angreifen. Das ist ja frech. Das der deckt mich schön auf. So. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Da bin ich ja mal gespannt. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Ceratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Was sind das denn für Viecher? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer auferstehen. So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Alter. Shakuras. Alter, was ist das? Mach das Ding kaputt. So. Alter. Überlebe!
Sehr schön. Ich werde die Dämonen der so, ein paar mehr Truppen. Können wir auch rüber teleportieren lassen. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ich werde. Das Problem ist, dass das ganz schön lange dauert mit dem Regenerieren hier der Schilde. Erlaub uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Wie machen wir das denn jetzt? Schicken wir erstmal Ceratul vor. Wir dürfen nicht sagen. Kalt ist die Schwupp! So läuft das. Sehr gut. Und rüber wieder. Euch gehört mein Schwer wiegt meine Bürde. Sprecht ihr. So, den setzen wir mal auf 2. Oh, guck mal, da haben wir wieder Gegner. Wie machen wir das denn jetzt? Dahin und gucken wir erst nach Ceratul. Was kann der denn machen? Da haben wir diesen Sporenkrabbler da hinten. Ein bisschen Energie haben wir. Wir brauchen gar keine. Wir haben nur Abklingzeit, ne? So die Ehre gebietet. Alter, der hat mir fast Schaden bekommen. Das war aber ganz schön knapp. Wird wieder auferstehen. Aber so geht das hier. Wir uns mal schön vorbewegen. Die Balance wird wieder her. Währenddessen können die da oben chillen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. So, jetzt haben wir den eingeschlossen und dann wartet er doch für die. Wir dürfen nicht sagen. Shosak Mok Nul. Hopp. Jawohl. Ich bringe euren. Und den nächsten. Und den nächsten. Und rausziehen. Schön auf die Schilder schießen. Erlösung finden. So läuft das doch. Ganz. Weißt du, solche Aufträge finde ich ja schon viel entspannender, wir ne? Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Ich werde die Dämonen. Ist aber öde. Vergangenheit. Vor allem, weil da vorne auch noch so ein Scheißer ist. Im Dienste Arjurs. Machen wir das denn? Mich an. Alter. Das ist aber nicht so leicht. Hier, die müssen wir noch auf 3 setzen. So, ich glaube, jetzt muss ich erstmal den hier kaputt machen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Ey, nicht Ceratul mitnehmen. So, jetzt müssen wir genau den richtigen Augenblick abpassen. Und tschüss. Und weg. Sehr schön. Einer weniger. Jetzt können wir nämlich schon was näher ran. Aha! Lol. Kommt schon wieder so viele Flieger an. Immer auch fiese Patrouillen hier, ey. So. Aber was machen wir denn jetzt bitte dagegen? Gegen die? Die können wir ja nur einschließen, ne? Machen wir das so. Ich werde Erlösung finden. Komm. So, jetzt warten wir dann einmal. Und jetzt abschießen. So die Ehre gebietet. So müsste das doch klappen. Ich werde meine Juhu! Erfüllen. Und wieder zurück. Man muss das echt ganz geduldsam hier angehen. In Arudin Rashakal. Oh oh. So. Im Dienste Arjurs. Fangen. Hopp. Sehr schön. Und weiter geht's. Und rüber. Ach, guck mal, die können dann alle teleportieren. Das ist ja schön. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Was geht denn jetzt ab? Oh, 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 ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Alter, nicht gut. Nicht gut.
was da alles ankommt. Ja, Sigi! Ist klar! Was da alles ankommt! Ohne Scheiß. Jetzt haben wir nur noch drei. Das macht's nicht allzu einfach. Ach, guck an, jetzt haben wir doch ein paar mehr. Ist aber nett. Wir müssen da eh lang laufen, ne? Sehr schön, zwei wieder mehr. Wenigstens das. So, jetzt haben wir die auf 1 und die wieder auf 3. Und weiter. Erlösung finden. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Machen wir das denn? Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. Stimme der Finsternis. Lust macht sie kaputt. Ich bin das Herz. Alles klar, sehr schön. Das hat auch wieder funktioniert. So, was haben wir denn da noch? Einer deckt auf. Dann könnte ich danach auf den Boden gehen. So die Ehre gebiete, sprecht ihr mich an. Hopp, 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 hopp. Matze kaputt. Scheiße. Aua, ey. Scheiße. So. Jetzt kann man nämlich da runter teleportieren mit Seratul. Da zernichten wir sie mal hier. Ganz in Ruhe. Erstmal dich. Dich. Jetzt kann man noch einen schönen Schluck nehmen. Und dann können wir nämlich dann die anderen holen und dann können wir die runter teleportieren lassen. Dann passt das doch. Sprecht ihr mich an. Sehr schön. Ha, geil, hat er da hochgeschossen. Haha. Sehr gut. Und weiter. Oh, lol. Erstmal verpissen. Alter Vater. Ja, plötzlich kamen dann die Viecher heraus. Habe ich ja ganz vergessen. Dass es die ja noch gibt. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit. So, sehr schön. Und die nächste Brutstätte da. In Arudin Rashagal. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Oh ja, Baby. Da hinten haben wir das nächste Ding. Ach cool, wir werden regeneriert. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Hui! So, jetzt haben wir den Weg schon mal wieder frei. Den Brutlord festhalten und dann mit denen hier die Mutalisken platt machen. Okay. Und zwar jetzt. Der Kreis. Ich werde Erlösung finden. Zack! Wir sind eins. Hopp! LOL! Wo kommt der denn her? Ich werde die Dämonen. What the fuck? Die Mission ist gefährdet. Nicht gut, nicht gut. Das war jetzt ja mies. Da kam also so ein Brutalisk her. Ohne Scheiß, der hat mich hart genatzt.
Morgnul. Leck mich doch am Arsch. Meine Würde. Ist ja mega frech gewesen jetzt. Ehre den Erstgeborenen. Hä? Am Arsch. Macht man das denn jetzt? Ach, ich könnte ihn festhalten. Da haben wir den wieder. Müssen wir den jetzt... So, jetzt geht das weg. Komm, dreh dich um. Und jetzt. Hopp. Hopp. Töte ihn. So. Huh. Das war knapp. So, dann können wir nochmal den Eimer festhalten und dann wartet er. So. Ayur wird wieder auferstehen. Sehr schön. So, jetzt machen wir nochmal hier den blöden Penner da platt. Sehr gut. Und weiter geht's. Will ich das eigentlich auch vernichten? Krieg ich dadurch Protoss-Energie? Sprecht ihr mich? Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das Ding vernichten kann, weil das sieht halt so aus. Ist natürlich scheiße, wenn... Protoss-Forschung. Nicht Protoss-Energie. Aber ich glaube, das reicht einmal, ne? Kann ich vernichten? Nein. Okay. Schwachsinn. Ich werde Erlösung finden. So. Gucken, was uns jetzt auf der Rampe erwartet. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Lol. So die Ehre gebietet. In Arudin. Alter. Alter. Transit. Ein Desaster steht bevor. Ah! Oh. Ein AP noch. LOL! Scheiße. Fuck. Ach Mist. Verkackt. Scheiße. Er passte einmal nicht auf. Mann. Jetzt sind wir wenigstens vorbereitet. Deine Hoffnung ist nur Täuschung. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Ich bin das Herz der Finst. Sprecht ihr mich an. Wie machen wir es denn jetzt nochmal gegen Brutalisken? Sukdash Salok. Der da wieder auftaucht. Genau, wir können es einmal vielleicht die Natzen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Mist. Komm! In wieso kommt er denn nicht? Jawohl, da ist er doch. Komm. Komm, willst dich doch. Willst mich doch. Hey, Moment. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wie wir das nochmal genau machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall vom Überraschungsangriff befreit. Ha. Wir dürfen nicht. Jetzt haben wir aber diesen blöden Mutalisken da. Ach, wieso laufen die denn so an? So verschieden da jetzt. Das ging aber letztes Mal besser. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Sukdash Salok. Machen wir das denn jetzt? In Arudin Rashagal. Warum greift die denn nicht an? Lol. Wieder auferstehen. Okay, wieso zur Hölle haben die Mutalisken nicht angegriffen? Ehre den Erst. Ich werde muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Vergangenheit vertreiben. Keine Ahnung. Euch gehört hopp. Meine Ergebnisse. Komm. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Wir sind eins mit den Schatten. Los, Sättel. Ach, egal, brauchen wir nicht. So. Reicht ihr
Sehr schön, das war gut. Aber auf jeden Fall besser überlegt als gerade. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich wieder die blöden Viecher da überleben, ey. Machen wir hier kurz einen Speichern, ne? Spiel speichern. Ja, speichern. So. Dann können wir nämlich laden, falls wir das jetzt nochmal verkacken. Das wäre ja doof. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Wie ihr befehlt, vorerst. Sehr weise. Alter, es darf nicht wahr sein. Wie das einfach nie klappt. Was ist euer Beginn? Ich werde Erlösung finden. Scheiße. Ohne Mist. Die Vier sind doof. Habe ich das schon gesagt? Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Alter Vater, ey. Scheiß Berstlinge. Blöde Viecher. Geht's jetzt hier weiter oder geht's es an der anderen Seite diese weiter? Diese Bruchstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Machen wir das denn? Könnten das aufhalten? Sprecht ihr mich an? Mit allen. Das machen wir jetzt. Pass auf und Teleportation und weg. Aha! So, jetzt falls hier noch irgendwas. Oh, LOL, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ayur wird wieder auferstehen. Oh! Gerade alle noch überlebt, ey. LOL! Euch gehört meine Ergebnisse. Verarschen ja einen wohl. Das ist ja frech. Für die, die immer danach kommen. Alter. Zwei Brutalisten, ey. Aber zum Glück haben wir das überlebt. So, ihr dürft das machen. Alles klar. Das vergesse ich auch immer wieder. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. So. Was hast du da? Sprecht ihr mich an? Ich werde die Dämonen der Vergangenheit. Das war ja klar. Schwer wiegt meine Bürde. Das war ja klar. Sukdash Salok. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Hopp und Moment. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Es gibt viel zu rechtfertigen. Chance haben. So. Zernichten wir ihn. Ja. Auch kein Problem. Jetzt der ein so ein Vieh, ey. Da kann er Bestling raus. Aber wie die da einfach immer ausgegraben werden, ey. Das ist voll fies. Lol. Stachelkrabbler. Tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. Müssen handeln. Okay, Beeilung. Ich bringe euren Untergang. Scheiße. Jetzt konnten sie sich natürlich anwurzeln. Hm. Sprecht ihr mich? Wie machen wir das denn jetzt? Schwer wiegt meine Bürde. So die Ehre gebietet. Das macht zu viel Schaden. Die machen zu viel Schaden. Ah, oh Gott. Ich werde Erlösung finden. Ha, ha, ha. In Machen wir das denn jetzt? Hm. So die Ehre gebietet. Scheiße, ey. Euch gehört meine Ergebenheit. Also allzu viel Leben haben wir jetzt ja nicht. Die Balance wird wiederhergestellt. Puh. Das sieht böse aus. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Mhm.
Dann holen wir uns den doch mal, oder? Es gibt viel zu rechtfertigen. Helfen bestimmt super. Gut, dass Seratu so gut wie tot ist, ey. Scheiße. Das ist öde. Bums. Platz da. Kentaro Tassada, Prälat Seratu. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Ach du Scheiße. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Haben wir jetzt alle Truppen? LOL. Kann der denn noch? Okay, kann er doch nicht. Ich habe den Ultra Los, halt das Ding. Gefängnis eingeschlossen. LOL! Tötet ihn, Karas. Was da alles ankommt. Leck mich am Arsch. Hopp. Ach du Scheiße, ey. Seratu, könnt ihr die fliegende Zerg übernehmen? Na sehr. So, die vor allem auch. Und den. Ja, blöderweise kann ich jetzt nicht mehr fangen nehmen, aber es reicht auch. Wow, wow, wow. Vernichte diese Nydus-Würmer. Sonst werden die Zerkos mit ihrer Verstärkung überwältigen. Alter. Hetzer, begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Ups. Hoch. Seratun hat ihre denn hier noch so eine Scheiße? Hier muss doch irgendwo eine Brutstätte sein. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Hä? Moment. Müssen wir jetzt aber mal suchen. Hier haben wir die erste Brutstätte. Müssen wir den Weg zurückverfolgen. Da? Oder wo? Hä? Also es ist ja erstmal diese Brutstätte. Und das ist ja für den Arsch. So die Ehre gebietet. Wo kann die denn sein? Hier irgendwo bestimmt. Euch gehört meine Ergebnis. Da ist aber noch ein Weg frei. Vielleicht geht's danach noch weiter. Weil eigentlich haben wir ja ehrlich gesagt nichts gesehen. Wir speichern das jetzt mal ab und dann speichere ich das nochmal neu. Lade ich das neu. Speichern. So. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, hier ist noch irgendwie... Wenn hier noch eine Tür ist, kommt bestimmt Kerrigan jetzt oder so und vernichtet alles. Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was? Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Seratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Ja, genau. Gegen eine solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten. Um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen.
Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Zeratul. Die Zukunft hängt davon ab. Sehr schön. Verpissen wir uns Opfer mal. Euer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Dann aber schnell. Jetzt aber schnell. Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Oh oh. Nicht gut. Alter! Die ficken wahrscheinlich einen volle Kanne. Jetzt werde ich mit der Kala. Was ist tot? Ich Scheiße! Muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Also, was da ankommt, rennt einfach. Einfach, lol. Alles klar, wir sollten uns wirklich beeilen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Lol, da sind sie alle. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hopp. Gib Gas. Wir müssen entkommen. Ha. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Wie uncool. Jetzt haben wir eine Zwergforschung nicht gefunden. Scheiße. Naja. Egal, wir haben es trotzdem geschafft und scheiß jetzt auf die Zergforschung. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust, das nochmal zu laden und dann die ganze Map abzusuchen, das ist doch öde. Wir werden jetzt auch mit einer Forschung weniger irgendwie klarkommen. Ich denke mal, es ist gibt eh ein paar mehr als man eigentlich nötig hat. Von daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war wieder eine lange Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, tschüss.